muss sich ja auf weitere ähnliche Katastrophen einstellen. In Genf fand heute deshalb eine Hilfskonferenz statt. Von dort meldet sich Sandra Bieger. Die heutige Geberkonferenz in Genf wurde mit heißer Nadel gestrickt. Relativ kurzfristig haben die Vereinten Nationen und Pakistan unter anderem Regierungen, Unternehmen und Banken nach Genf eingeladen. Der Grund für die Eile? Es ist klar, dass Pakistan den Wiederaufbau nach den verheerenden Überschwemmungen im vergangenen Sommer nicht alleine stemmen kann und auch gar nicht soll. Denn, so UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, Pakistan darf nicht die Folgen des Klimawandels ausbaden, ohne diesen wesentlich verursacht zu haben. Die Verwüstung durch den Klimawandel ist real. Und wie immer sind die Länder, die am wenigsten dafür verantwortlich sind, die ersten, die leiden. Pakistan ist für weniger als 1% der globalen Emissionen verantwortlich und hat die Klimakrise nicht verursacht. Aber es muss mit ihren schlimmsten Auswirkungen leben. Bei der Konferenz in Genf stellt der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif die Pläne für den Wiederaufbau vor. Ziel ist es, das Land klimaresistent zu machen. Das heißt, es so wieder aufzubauen, dass kommende Überschwemmungen weniger Schäden anrichten. Zum Beispiel, indem Häuser und auch Bahnlinien nicht mehr direkt neben Flüssen errichtet werden. Das Land braucht für den Wiederaufbau in den kommenden Jahren umgerechnet 15 Milliarden Euro. Die Hälfte davon soll bei der heutigen Konferenz in Genf gesammelt werden. Außerdem will Pakistan langfristige Partner aus dem Bereich der Wirtschaft finden. Shehbaz Sharif. Ich weiß, dass viele Länder in wirtschaftlichen Nöten und extrem unter Druck sind. Doch Pakistan braucht eine neue Koalition der Willigen. Eine Koalition, die Leben retten kann. Zu der Konferenz lässt sich auch der französische Präsident Emmanuel Macron zuschalten. Er sagt, sein Land unterstütze Pakistan beim Wiederaufbau mit 360 Millionen Euro. Deutschland kündigt eine zusätzliche Hilfe von 84 Millionen Euro an. Die EU gibt für Nothilfe und Wiederaufbau 500 Millionen Euro. Die UNO will darauf achten, dass das Geld auch dort ankommt, wo es ankommen soll. Der Leiter des UNO-Entwicklungsprogramms, Achim Steiner, sagt, gerade in Krisenzeiten sei die Gefahr besonders groß, dass Gelder veruntreut werden. Deshalb dürfe man die Menschen in Pakistan trotzdem nicht allein lassen. Wir haben mit der Regierung in Pakistan vereinbart, ein sehr transparentes System einzusetzen. Das ist sozusagen eine Transparenz geschaffen wird für all die Mittel, die jetzt hier in Genf auch zugesagt werden. Auch wir als Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen arbeiten letztlich mit der Regierung an guter Regierungsführung. Wir nutzen auch digitale Technologie, um die Möglichkeiten, Gelder abzuzweigen, viel weniger in der Zukunft möglich sind. Achim Steiner sagt, es sei nicht nur ein Gebot der Menschlichkeit und Solidarität, Pakistan jetzt zu helfen. Wenn sich die Lage in dem Land nicht bessere, würden zum einen mehr Menschen von dort fliehen. Zum anderen bestehe die Gefahr, dass sich Teile der Bevölkerung im Nachbarland von Afghanistan politisch radikalisierten. Der NDR mischt sich ein. Das tun wir seit vielen Jahren und zwar immer dann, wenn uns jemand von seinem oder ihrem Ärger mit Unternehmen oder Behörden berichtet. Und wir bekommen immer wieder solche Post und montags stellen wir Ihnen hier einen Fall vor. Heute geht es um eine Photovoltaikanlage, die einfach keinen Netzanschluss bekommt. Rainer Müller-Delin und Jörg Pfuhl haben sich damit befasst. Malermeister Dirk Mais hat lange auf seine neue Photovoltaikanlage fürs Hausdach gewartet. Die Anlage habe ich bei Svea Solar.